Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auch heute zu unserem mittaglichen Pressebriefing, unserem Pressegespräch. Zunächst wieder die aktuellen Zahlen. Wir sind stabil kumuliert bei 39 labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Infektionen in Cottbus-Roschebus. Derzeit sind 28 Personen als genesen eingestuft, 74 Personen stehen unter häuslicher Quarantäne. Im Quarantänklinikum werden derzeit 3 Patienten stationär wegen der Infektion betreut, das ist also einer weniger als gestern. Ein Patient verbleibt noch auf der Intensivstation. Das sind die durchaus ja stabilen Zahlen, die wir zurzeit für Cottbus-Roschebus zu verzeichnen haben. Wir haben, um bei Zahlen zu bleiben, 367 Kinder insgesamt in der Notbetreuung, davon 356 im Bereich Kita und Hort. Das entspricht dort einer Quote von knapp über 5%. Und wir haben 11 Kinder in der Notbetreuung in Kindertagespflegeeinrichtungen. Dort liegt die Quote bei 5,3%, also alles in dem Rahmen dessen, wo wir das haben wollen. Das bleibt also alles im Moment sehr stabil. Wir freuen uns, dass diese Zahlen weiterhin stabil sind, ohne in Jubel auszubrechen. Wir haben mal geschaut, weil die Fragen oft an uns herangetragen werden, wie sich diese Zahlen erklären lassen, warum Cottbus da so augenscheinlich doch etwas besser dasteht als andere Kommunen und Landkreise im Land und deutschlandweit betrachtet. Wir gehen davon aus, dass wir sehr zeitig auf die anrollende Pandemie reagiert haben. Bereits im März, am 13. März, wurde der sogenannte Shutdown für das Karl-Thiem-Klinikum festgelegt. Das heißt also, dass die Systeme runtergefahren worden sind, Stationen sozusagen geleert worden sind und das Klinikum eingerichtet worden ist für den Krisenfall. Die Stabsarbeit hat begonnen, das hat Thomas Bergner als Leiter des Verwaltungsstabes ja hier auch schon dargestellt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, zwischen dem Karl-Thiem-Klinikum, dem Rettungsdienst, der Feuerwehr, vielen anderen Behörden, Gesundheitsamt hier nochmal hervorgehoben. All das scheint sich hier positiv auszuwirken. Wir haben seit dem 16. März am Karl-Thiem-Klinikum keine ambulanten oder stationären sogenannten Elektivpatienten mehr. Das heißt also, dass alle planbaren Operationen verschoben worden sind. Auch das hat dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus, so er denn da irgendwo unterwegs war, zu kappen und zu verhindern. Es sind sehr zeitig, bereits im Februar gab es Tests auf das Virus. Damals war das Labor des Karl-Thiem-Klinikums das einzige im Land, was diesen Test vornehmen konnte. Insofern wirkt sich auch das in der Folge aus, all die, weil wir dort schon nachvollziehen konnten, wer dort eventuell infiziert war, beziehungsweise auch die Ansteckungsketten nachvollzogen werden konnten. Das ist bis heute so. Wir haben sehr zeitig begonnen, alle Urlaubsrückkehrer, gerade aus den damals definierten Risikogebieten, wir erinnern uns Südtirol, Österreich, Ischgl und so weiter und so weiter, wir haben sie getestet, wir haben sie zeitig aufgefordert, sich in Selbstquarantäne zu begeben, sich beim Gesundheitsamt zu melden, bevor sie in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit auftauchen bzw. an ihre Arbeitsstätte zurückkehren. Auch das, denken wir, hat dazu beigetragen, dass sich das Virus hier langsamer ausbreitet. Das CTK hat den Mund-Nasen-Schutz für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Patientinnen und Patientinnen eingeführt, auch das ist bekannt. Alle neu aufgenommenen Patienten sind auf das Virus untersucht worden. Es gibt die Umlaufuntersuchung im Krankenhaus, dass also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Haus wieder verlassen, getestet werden und, und. Es gibt einen sogenannten Negativabstrich für alle Patientinnen und Patienten, die in Richtung Altersheim oder Pflege entlassen werden. Und wir haben ja auch frühzeitig die Abstrichpraxen in Cottbus eingerichtet und natürlich das berühmte Zelt am CTK, sodass auch dort unserer Ansicht nach die Verbreitung des Virus insgesamt durch dieses Management eingedämmt werden konnte. Ich gucke nochmal, das haben wir alles gemacht. Ja, das sind aus unserer Sicht die wesentlichen Gründe, warum wir im Moment da relativ gut dastehen. Wir wollen aber weder mit diesen Informationen quasi hausieren gehen, noch wollen wir es bejubeln. Wir wissen, wie gefährlich das Virus ist, wie aggressiv es ist. Und Herr Dr. Bodermann hat es ja mehrfach schon betont, wir haben im Moment großes Glück, dass es so ist, wie es ist. Wir müssen trotzdem darauf eingerichtet sein, dass auch hier die Zahlen noch steigen können. Das wird sich zeigen, wenn es jetzt in welcher Form auch immer Lockerungen geben sollte, der Eindämmungsverordnung, wie sich dann Zahlen entwickeln, das muss man also dann genauer
betrachten, im Auge behalten und die Entwicklung verfolgen. So viel zunächst von mir. Fragen? Gerne. Gibt es irgendwelche Überlegungen, wenn jetzt hier in Cottbus alles stabil läuft, Patienten aus anderen Regionen, aus anderen Teilen Deutschlands aufzunehmen oder sowas? Wird darüber nachgedacht? Gibt es keine konkreten Überlegungen, soweit ich es kenne. Wir hatten uns ja bereit erklärt, unter anderem Patienten aus Italien aufzunehmen. Das hatte sich ja dann aufgrund des wohl sinkenden Bedarfs nicht mehr ergeben. Ich gehe aber mal davon aus, ohne mich dazu weit vorzuwagen, dass wir selbstverständlich bereit sind, Patienten aus anderen Regionen zu versorgen, wenn es notwendig ist und wir hier die nötigen Kapazitäten haben, die dann woanders möglicherweise nicht mehr vorhanden sind. Also diese Bereitschaft gibt es grundsätzlich, das ist durchaus ja unsere Pflicht, Leuten zu helfen, die in einer Notsituation sind. Und wenn die Kapazitäten hier vorhanden sind, werden wir das auch tun. Konnten denn mittlerweile alle Infektionen bis auf die Quelle nachvollzogen werden? Ja, bis auf die zwei, die wir schon mal erwähnt hatten, die wir sozusagen bis Berlin zurückverfolgen konnten, wo sich dann aber in Berlin gewissermaßen das ein bisschen verläuft, weil nicht mehr nachzuvollziehen ist, ist es nur der Arbeitsort des Betreffenden oder ist es auch die berühmte U-Bahn, S-Bahn, der öffentliche Nahverkehr. Gibt es da Kontakte oder gab es da Kontakte? Das lässt sich dann nicht mehr nachvollziehen. Alles andere ist aber quasi lückenlos dokumentiert und dadurch auch sehr zeitig die betreffenden Kontaktpersonen auch in Quarantäne geschickt, sodass auch wir denken, dass auch an der Stelle die Ausbreitung zumindest verlangsamt worden ist. Ich habe mitgekriegt, dass es jetzt wieder zu Fällen kommt, wo Kinder aus sozial Brennpunktfamilien, sage ich jetzt mal, sozial sehr schwachen Familien, wieder in die Kitas geschickt werden. Da gibt es ja irgendwie eine Anweisung auf dem Jugendamt oder so. Das ist keine Anweisung vom Jugendamt sozusagen. Wir reagieren da auf Bedarfe, wenn sie denn da sind und versuchen Kinder sozusagen in ihr gewohntes Umfeld zu bringen. Also nicht nur in der Familie, wo es durchaus mal Schwierigkeiten geben kann, sondern es gibt ja Kinder, die Unterstützungspläne haben, wo beispielsweise der tägliche Umgang mit anderen Kindern, mit der Kita durchaus als sinnvoll erachtet wird. Und diese Kinder haben wir auch wieder in die Notbetreuung mit aufgenommen, um dort auch vorbeugend tätig zu sein. Also es ist jetzt kein Ausdruck, dass da irgendwo ganz viel passiert ist, ganz Schlimmes passiert ist, sondern das ist eine vorbeugende Geschichte, die wir da machen. Also läuft aber insgesamt über das Jugendamt? Da ist das Jugendamt selbstverständlich mit dabei, als entscheidende Behörde, die das ja auch im Blick hat. Wir haben ja auch das Jugendamt entsprechend personell ausgestattet, dass wir dort auch reagieren können, wenn es erhöhte Fallzahlen geben soll. Aber der Leiter des Jugendamts hat es ja im Jugendhilfeausschuss vergangene Woche nochmal dargestellt. Es gibt dort derzeit eher unterdurchschnittliche Hinweise und Zahlen. Wie viele Kinder betrifft das, die jetzt quasi präventiv? Ein gutes Dutzend, glaube ich. Bin ich nicht ganz sicher, aber ein gutes Dutzend. Können etwas mehr sein, da bin ich jetzt nicht ganz. Aber ja, in der Richtung. Ich wollte ja noch mal fragen nach der Testpraxis, wie die im Moment die läuft, weil man ja eigentlich alle Infizierten identifiziert hat und ob man jetzt immer noch guckt, ob Testkandidaten Kontakt zu Infizierten hatten oder ob es da weitere Kriterien gibt. Das entscheidet sich von Fall zu Fall, muss man immer wieder sagen. Das müssen Ärzte entscheiden. Das wird doch nicht der Verwaltungsstab als Gremium machen, sondern das entscheiden Ärzte. Inwieweit zeigen sich Symptome? Welche Symptome sind das? Sind sie einschlägig mit Hinweis auf das Virus? Sind es klassische Erkältungssymptome, wo man auch gegebenenfalls sagen kann, da muss man nicht unbedingt testen. Da kann man auch noch 2-3 Tage warten, ob die klassische Erkältung abklingt. Das ist aber also so pauschal nicht zu beantworten. Das Management ist darauf ausgerichtet, im Klinikum aufzupassen, höchstmöglich aufzupassen. Ich habe es ja immer so flapsig formuliert, es muss nicht jeder Schnupfen getestet werden, das bleibt auch so, aber jeder, der Symptome spürt, gerade die Einschlägigen, möge sich beim Gesundheitsamt melden, dafür gibt es die Hotline, er möge sich bei seinem Hausarzt melden und dann entscheiden die Ärzte, was dort gemacht wird. Wird denn weiterhin bis an die Kapazitätsgrenze getestet? Oder das CTK-Labor ist ausgelastet mit den 150 Tests, allein schon durch die Tests der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, beim privaten Labor nochmal nachzufragen, wie weit die einbezogen sind, wie viele Aufträge es da gibt. Allerdings muss man da auch sagen, die testen ja nicht nur Cottbus, sondern Cottbusser, die testen regionalweit, teilweise bis Potsdam, je nachdem, wo die Aufträge halt herkommen. Also das kann man auch nicht eins zu eins übertragen, selbst wenn die sagen, sie sind ausgelastet, heißt das nicht, dass deswegen alles Cottbusser getestet werden. Ist das auch
Amt eigentlich immer noch mit den 40 Mann vertreten? Wochentags nicht mehr so stark, aber sie sind nach wie vor unterwegs. Aber nicht mehr in der kompletten Stärke. Da muss ja auch mal ein bisschen ausgenommen werden. Die Hotline nach wie vor benutzt, ich glaube, letzte Woche einmal gesagt, 70, 80 Anrufe pro Tag. Das ist das Telefon im Sicherheitszentrum. Da waren es 70 bis 90, je nach Lage, beziehungsweise teilweise auch je nach Wetterlage. Also je mehr Leute nach draußen gegangen sind, desto mehr Anrufe gab es auch. Da ist eine Gruppe, da sitzt jemand beisammen und dergleichen mehr. Jetzt, wo es etwas frischer ist, geht die Zahl der Anrufe da auch zurück. Also sowohl beim Sicherheitszentrum auch als beim Gesundheitsamt? Ja, wir haben auch, Gesundheitsamt ist nach wie vor aktiv. Da haben wir aber über Ostern ja die Zeiten etwas einschränken können. Wir hatten überlegt, ob wir die anderen Hotlines auch einschränken, sind da aber zu der Erkenntnis gekommen, dass wir sie personell nicht mehr so stark besetzen müssen. Sie sind also nach wie vor aktiv, erreichbar, aber sie sind personell nicht mehr ganz so stark besetzt. Aber sie werden genutzt. Noch mal eine kurze Nachfrage, weil ich es gerade wieder gesehen habe. Im Wochenmarkt gibt es ja immer mal wieder so ein paar Stimmen, die sagen, ja, da tümmelt sich da manchmal richtig was, irgendwo anders kann ich nicht mal auf einer Parkbank sitzen. Habt ihr das eigentlich so ein bisschen da irgendwie unter Kontrollblick oder so? Man guckt da hin, das kann man nicht immer im Einzelnen kontrollieren, da müsste man an jedem Stand einen Kontrolleur stehen haben. Da ist auch immer ein Appell an die Vernunft der Leute, auf die genau die Regelung Rücksicht zu nehmen, die ja für alle gelten, Abstand halten. Das ist das Wichtigste. Wer hat Mundschutz, kann nie verkehrt sein. Aber komplett kontrollieren kann man, das ist ähnlich wie man es an Baumärkten nur schwer kontrollieren kann oder an großen Großmärkten, wo eben viele Leute hingehen, einkaufen, die Wochenmärkte zählen zur Versorgung, das ist auch gut und richtig so. Und insofern werden wir nicht alles kontrollieren können. Ja, dann vielen Dank. Die Ministerpräsidentin und Bundeskanzlerin treten ja, wann kriegt Cottbus eine Info oder wann wird der OB dazu geschaltet? Das wird sich zeigen, das wissen wir noch nicht ganz genau. Es ist heute späten Nachmittag, eher am frühen Abend. Und dann müssen wir sehen, was dann schon da ist, wer dann wann was kundtut. Und der Bundesebene, beziehungsweise die Länderchefs, und dann werden wir gucken. Wir stehen auf jeden Fall morgen zur Verfügung. Länder machen ja 19 Uhr, glaube ich, so Sachsen und... Ja, irgendwie ein frühen Abend ist so die Tendenz, das hat sich auch schon nochmal wieder verschoben. Ist die Uhrzeit so, dass es da heißt, was würde ich, um 21 Uhr Cottbus angerufen oder sowas? Nee, sowas. Also es gibt eine Telefonkonferenz, wie gesagt, die ist zeitlich schon mal hin und her geschoben worden mittlerweile. Und dann werden wir sehen, die dauern gegebenenfalls auch etwas länger, weil es ja durchaus Abstimmungsbedarf gibt. Gehen ja durch diverse Medien so einige Vorschläge, die zumindest seitens des Bundes gemacht worden sind oder sein sollen. Und dann werden wir sehen, was sich daraus ableiten lässt. Das müssen wir gucken. Da denke ich, morgen Mittag wissen wir noch mehr.